Wir dürfen ganz, 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 ganz sicher sein, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Genauso sicher, wie wir sind, dass er vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist, genauso sicher dürfen, ja müssen wir sein, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Jesus Christus kommt wieder. Und dieses sein Wiederkommen, seine Ankunft, sie steht nahe bevor, so sagt es unser Text. Und damit ist dieser Text nicht alleine in der Bibel. An vielen Stellen, Alten wie Neuen Testamentes, wird uns das immer wieder mahnend ins Gedächtnis gerufen. Denkt darüber nach, habt es vor Augen. Jesus Christus kommt wieder. Und diese Wiederkunft steht nahe bevor. In zahlreichen Jesaja-Texten, bei Daniel, in der Endzeitrede, im Matthäus-Evangelium, aber auch bei den anderen Evangelien. Bei Paulus im ersten Korintherbrief, im Thessalonicher Brief, in den beiden Thessalonicher Briefen, in der Offenbarung, immer und immer wieder wird das thematisiert und ins Gedächtnis gerufen, der Herr kommt wieder. Und das Problem dabei ist nur, dass wir das theoretisch wissen, das ist keine Neuigkeit für euch und für sie, aber wir verlieren es so schnell aus unserem tatsächlichen nachfolgenden Glaubensleben. Da spielen viele andere Dinge eine Rolle, dass Gott ein helfender Gott ist, dass er uns zur Seite steht, dass wir Buße zu tun haben, aber dass er ganz, ganz nah, ganz, ganz bald wiederkommen wird, das haben wir ganz häufig nicht auf dem Schirm. Und so möchte ich euch das noch einmal als ersten Punkt dieser Predigt ganz deutlich sagen, Jesus Christus kommt wieder. Habt das auf der Rechnung. Und mit seiner Wiederkunft verbinden sich viele Dinge. Wenn er wiederkommt, dann wird diese Welt untergehen. Diese Welt rettet niemand vor dem Untergang. Keine Klimagesetze, keine Weltkonferenzen, die abgehalten werden. Wenn der Heiland wiederkommen wird, wird dieser Planet, dieses ganze Sonnensystem, das ganze Universum eingepackt werden von ihm, dann wird es untergehen. Und dann wird er eine neue Welt schaffen. Eine perfekte Welt für die, die an ihn glauben, die, wie es bei Jesaja eben ist, diesen heiligen Weg in die neue Welt gehen dürfen. Und er wird andererseits für diejenigen, die nicht an ihn glauben, das Gericht halten. In aller Härte und in aller Brutalität. Wir haben es eben auch noch mal Matthäus-Evangelium gehört, wie er den bösen Knecht zerschlagen wird mit allem, was da ist, wo da nur noch Elend, Heulen und Zähneklappern sein wird. Es wird das Ende allen Leides sein für die Seinen, für seine Gemeinde, aber es wird eben auch der Anbeginn des ewigen Leides seiner Feinde sein. Es wird die Vernichtung des Todes und des Todesreiches sein. Es wird die Vernichtung des Widersachers sein, aber es wird eben auch der Beginn der ewigen Freude für die Kinder Gottes sein. Es ist so vieles, was die Bibel uns offenbart, was passieren wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das Wunderbare, und so kann man zusammenfassen, für uns, die wir gläubig sind, wir können uns einfach nur drauf freuen. Das ist ganz wichtig. Für uns ist es etwas Wunderbares, etwas Großartiges. Wir dürfen wissen, Jesus kommt wieder. Und diese Ankunft ist, so heißt es hier, nahe. Allerdings, so muss man sich dann fragen, das ist so der zweite Teil dieses Punktes, dieser Text ist geschrieben vor 2000 Jahren von Jakobus und jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen und er ist nicht wiedergekommen. Wie müssen wir das denn verstehen? Wir haben eben auch im Matthäus-Evangelium gelesen, gehört im Kapitel 24, dass Jesus sogar sagt, einige stehen hier, die werden das alle erleben. Ja, aber so alt ist ja kein Mensch geworden, die sind ja alle gestorben rein irdisch. Da muss man wissen, wenn man über den Zeitpunkt des Kommens Jesu nachdenkt, dass bei Gott eine andere Zeitrechnung gilt als bei uns. Das wird immer wieder ausdrücklich in der Bibel gesagt, 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Wenn wir dann die 2000 Jahre rechnen wollen, dann sind es nicht mal ganz zwei Tage, die vergangen sind. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Ja, und die Bibel geht noch weiter in dem, was sie uns sagt. Die Zeit gibt es bei Gott gar nicht. Zeit ist ja geschaffen. So wie Gott die Welt geschaffen hat und es Zeiten gab, bevor diese Welt gewesen ist,
gab es eben auch gar keine Zeit. Die hat Gott geschaffen und die Offenbarung spricht davon, dass er die Zeit auch wieder abschaffen wird. Bei dem Ewigen, der ohne Ende und ohne Anfang ist, gibt es gar keine Zeit. Und wenn uns die Schrift hier Dinge offenbart und sagt, so müssen wir die immer wieder auch so ein Stück weit aus der anderen Dimension her verstehen, dass es dort überhaupt gar keine Zeit gibt. Wenn wir es rein verstehen aus unserem Weltlichen heraus, rein aus der irdischen Perspektive, dann muss man sich in der Tat fragen, ja, wie ist das denn zu begreifen? Und dann kommt man schnell dazu hin, dass dann so Theologen sagen, ja, Parousie, Verzögerung und sonst irgendetwas. Es gibt keine Parousie-Verzögerung, insofern als da die Dinge nicht stimmen würden in der Bibel. Also auf einmal dann die erste Gemeinde anfangen müsste halt, so wie von manchen Theologen gesagt wird, die Texte dann zu ergänzen. Nein, die Bibel sagt klar und deutlich, das, was wir für eine Verzögerung halten, lest es nach in 2. Petrus 3, hat nur etwas mit der Geduld des Heilandes zu tun. Der möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Und deshalb zieht sich seine Wiederkunft noch hin. Er möchte, dass die, die zu ihm hören, noch missionarischer sind in dieser Welt, damit die, die noch nicht wiedergeboren sind, noch nicht bei ihm sind, gefunden und errettet werden, dass sie nicht dem Gericht anheimfallen. Da kann ich immer nur sagen, ich halte es mit Jesus, der sagt, der Sohn weiß den Zeitpunkt nicht, der Vater allein. Und dann stelle ich mich gerne an die Seite unseres Herrn und Heilandes und sage es, ich, der kleine Pastor Latzel, weiß es erst recht nicht, der Vater allein. Kann sein, dass Jesus noch dieses Jahr wiederkommt. Kann auch sein, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und es kann auch sein, dass all der Wahnsinn, den wir derzeit erleben, mit Teuerungen, mit Pandemie, mit all dem, was passiert, dass das tatsächlich die Endzeit ist. Aber ich weiß es nicht. Ich rechne damit, dass Jesus bald wiederkommt. Aber berechnen kann ich es nicht. Ein zweites, vom geduldigen Warten. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen geduldig warten. Wir wollen jetzt mal bezogen auf das Wiederkommen Jesu kurz-, mittel- und langfristig denken. Was würde sich in deinem Leben ändern? Erstens, wenn du ganz kurzfristig wüsstest, morgen kommt Jesus wieder. Morgen kommt er wieder. Was würdest du tun? Wie würde dann dein Heute aussehen? Würde sich da etwas ändern gegenüber dem Plan, den du jetzt hast für deinen Tag? Vermutlich ja, wenn du wüsstest, morgen kommt er wieder. Und es gäbe noch so vieles zu tun an Buße, an guten Werken, die du hast liegen lassen. Was würdest du tun, wenn er morgen wiederkommt? Kurzfristig gedacht. Was würdest du tun, wenn du definitiv wüsstest, er kommt in 100 Tagen wieder? Es sind noch 3 Monate Zeit. Du weißt ganz genau, 3 Monate bleiben dir in dieser Welt noch, dann kommt Jesus Christus wieder. Was würdest du mit deinem Geld machen, mit deiner Zeit? Und auch langfristig gedacht, wenn es nicht 3 Monate, sondern 3 Jahre wären. Du wüsstest aber ganz definitiv genau, in 1000 Tagen ist der Heiland da. Wie würde deine Nachfolge sich verändern? Nochmal, das eine ist, es zu wissen, dass er wiederkommt. Aber das andere ist wirklich, sich auch darauf einzustellen, es wirklich zu erwarten. Wenn die Bibel sagt, wachet, wartet, dann sollen wir es auch erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das wird dann etwas mit unserem Leben machen, wenn das tatsächlich präsent ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel sagt uns hier durch den Mund des Jakobus, wir sollen es geduldig erwarten. Und wenn er nach einem Tag, wenn er nach 100 Tagen, nach 1000 Tagen nicht wiedergekommen ist, so sollen wir Geduld haben. Dieses Wort Geduld findet sich insgesamt in diesen beiden Versen 3-mal. Wir sollen Geduld haben. Jakobus 1, da sagt er, wahrer Glaube wirkt Geduld. Und das bezieht sich nicht nur auf die Dinge, auf die wir irdisch warten, wo wir Geduld haben sollen, wenn wir beten und Dinge nicht in Erfüllung gehen. Das gilt ja genauso, dass wir geduldig sein sollen. Nein, er sagt ganz klar, dass eben auch für das Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, die nahe da ist, aber wir geduldig sein sollen in diesem Warten. Das ist ja so eine gewisse Spannung, so eine gewisse dialektische Spannung halt. Auf der einen Seite ist sie nah, auf der anderen Seite soll man noch geduldig warten. Das passt nicht ganz dazu, aber so sagt es die Bibel und so rät es uns Jakobus. Und so kann ich es uns nur sagen, ja, habt es am Schirm, aber wartet auch geduldig darauf, aber erwartet es auch. Insofern, als ihr das tatsächlich dem Raum gebt in eurem Leben, in eurer Nachfolge, in eurem Glauben.
Es ist ganz wichtig, dass wir da geduldig sind. Und was wir vor allen Dingen tun sollen, dafür beten. Geduldig immer weiter beten. Das ist das, was Jesus uns lehrt. Jesus selber, als das Vaterunser in der Bergpredigt uns beibringt, da ist das in der zweiten Bitte so, dass es da heißt, dein Reich komme. Auch das ist etwas, was wir sehr schnell so einfach runterbeten, wenn wir denn Sonntag für Sonntag oder hoffentlich betet ihr auch jeden Tag das Vaterunser, wenn wir es dann einfach besprechen, dass wir da nicht mehr mit ganzen Gedanken dabei sind. Nein, Jesus lehrt uns, wir sollen immer wieder eben auch beten, dass sein Reich kommen soll. Wir sollen es geduldig erwarten, aber wenn wir es erwarten, dann dürfen und sollen wir Gott auch bitten, dass er es möglichst schnell schicken wolle. Übrigens, die Bibel schließt mit dem Satz, letzter Satz der Bibel, Offenbarung 22, heißt es, Jesus Christus spricht, ich komme bald. Und dann antwortet Johannes, der Jünger im Heiligen Geist, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist das Letzte, was die Bibel sagt. Und das ist das, was wir eben auch im geduldigen Warten immer wieder in unseren Gebeten sagen wollen. Wir wollen immer wieder darum bitten, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und ich sage, einen frommen Menschen erkennst du im Gebet sehr schnell daran, wenn der zwei Dinge in seinem Gebet thematisiert. Wir sind ja häufig so in Gebetsgemeinschaften zusammen, dass einmal gedankt wird für das Erlösungswerk auf Golgatha und dass zum anderen gerufen wird um die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn jemand so betet und das immer wieder präsent hat, dann weiß man, dass er ganz tief in biblischer Wahrheit steht. Und so wollen wir auch immer wieder Jesu Christi bitten, dass er wiederkommt und geduldig das erwarten, was dann an Wunderbaren er für uns bereithält. Vom geduldigen Warten. Ein drittes, vom Stärken der Herzen. So heißt es hier, so seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Das weiß Jakobus schon zur damaligen Zeit, dass eben die Leute darin weich werden, dass sie das vergessen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dass wir uns da gegenseitig und für uns selber stärken sollen in eurem Herzen, dass wir darin fest werden. Wir sollen unsere geistlichen Herzen, hier spricht ja Jakobus von dem inwendigen Menschen, das tut die Bibel im Neuen Testament immer wieder, dass sie vom inwendigen Menschen spricht und die Organe da anspricht, etwa wenn es heißt, nun seht auf Jesus, den wir hier in dieser Welt ja gar nicht mehr sehen können, aber hier eben auch bei den Herzen halt, dass wir die stärken. Und das Erste, was wir tun können, um unser geistliches Herz zu stärken, ist, dass wir um die Gnade Gottes bitten. Also das körperliche Herz zu trainieren, das können wir selber machen. Aber dass das geistliche Herz stark wird, das können wir nur durch die Gnade Gottes. Nicht meine eigene theologische Erkenntnis, sondern das, was die Bibel sagt. In Hebräer 13 heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umhertreiben. Jetzt kommt es, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, gestärkt werde, welches geschieht durch Gnade. Also das Starkwerden, das Festwerden des Herzens geschieht durch Gnade. Wir haben es auch eben gehört im letzten Satz der Bibel. Ich lese ihn nochmal. Jesus Christus spricht, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Da ist eine ganz enge Verquickung zwischen dem Kommen Jesu, dem Festwerden darin, und der Gnade Jesu Christi. Es ist also Gnade Gottes, wenn unser Herz fest wird. Und wenn ihr möchtet, dass euer Herz gestärkt wird, dann bittet Gott um seine Gnade. Dann geht auf die Knie, faltet die Hände und betet, Herr, mach mein Herz fest darin. Mach es stark darin, in dir und deinem Wort und darin, dass du wiederkommst. Da Gott um diese Gnade bitten. Und das ist ein Gnadengeschenk, wenn wir das vor Augen haben. Wenn wir nicht zu denen gehören, die sich in dieser Welt verlieren, sondern wenn wir immer wieder in allem Denken, in allen Überlegungen, in allem Trachten die Wiederkunft Jesu Christi vor Augen haben. Gnade Gottes ist es, wenn wir stark werden am Herzen. Aber nicht nur durch die Gnade Gottes, sondern eben auch durch die Geschwister werden wir gestärkt. Eben darin, dass Jesus Christus wiederkommt. Ich habe heute versucht, in diesem Gottesdienst euch zu stärken. Und das ist mein Auftrag als Pastor.
Wir haben eben gehört in der Lesung Jesaja 35, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Dieser Gottesdienst, soweit ich ihn bedingen konnte, ist ein Versuch, euch darin zu stärken und festzumachen, dass ihr neu Jesus Christus vor Augen habt, dass er wiederkommt. Als Jesus zu Petrus spricht, als er das Bekenntnis zu ihm abgelegt hat, da sagt er, wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Das ist der Auftrag für Petrus, aber mit auch an die ganze Gemeinde, dass wir einander stärken, immer wieder ausrichten auf Jesus, dass er wiederkommen wird. Nicht nur auf das, dass er hilft, das ist auch wichtig, gar keine Frage, aber dass er wiederkommen wird, dass wir in all dem Elend eine Perspektive haben, wenn wir Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen, wenn Dinge in dieser Welt für uns final zu Ende gegangen sind, dass wir wissen, es gibt noch etwas, was größer ist, die Wiederkunft Jesu Christi und das ewige Leben bei ihm. So wunderbar, wenn man da erstmal einen Blick für kriegt, und bitte nehmt mal zu Hause eine Konkordanz und schlagt mal nach Stärkung. Also wo überall in der Bibel von Stärkung die Rede ist, halt. Ich lese gerade das Esra-Buch nochmal in meiner Bibel lese. Da ist es so, dass der Tempelbau angefangen hat und dass er dann wieder verboten wird und die sind ganz verzweifelt in Jerusalem. Dann heißt es dann eben von den Propheten Haggai und Zacharia und sie kamen und stärkten die Gemeinde. Sie richteten sie auf die wunderbare Zukunft bei Gott. Frau Apostel Paulus heißt es auf der ersten Missionsreise, als sie dann in Lystra, Ikonion und Antiochia gewesen sind, dass sie zurückkehren und diese drei Städte wieder aufsuchten und da die Gemeinden, die sie gegründet hatten, und stärkten die Seelen der Jünger. Das ist so ein Begriff, der kommt bei Paulus in den Missionsreisen immer wieder vor. Sie stärkten die Seelen der Jünger. Und das immer wieder damit, dass sie ausgerichtet haben über all das Irdische auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und auch Paulus selber braucht diese Stärkung. Es gibt ein ganz wunderbares Wort, als er da auf der Gefangenenreise ist, Apostelgeschichte 28 halt, als er dann sieht, wie aus Rom Brüder ihm entgegenkommen, die er gar nicht sieht, dann heißt es, als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann neu Zuversicht. Das heißt, da wurde er gestärkt. Das ist so wichtig, dass wir, die wir zu Jesus gehören, uns gegenseitig stärken im Glauben. Dass wir uns immer wieder auferbauen, weil wir immer wieder wankend und schwach werden. Und das ist wichtig, wenn eine Schwester, wenn ein Bruder da ist und uns neu ausrichtet auf den Heiland und sagt, bei all deinem Elend, ich will es nicht kleinreden, aber ich will groß sprechen eben von der Perspektive, die wir haben in Jesus Christus. Es gibt mehr als das Elend dieser Welt. Jesus Christus, den auferstandenen und lebendigen Herrn, darin zu stärken, dass er wiederkommen wird und dass die, die gestorben sind, dessen schon anteilig sind. Das haben wir eben gelesen, Matthäus 24. Einige stehen hier, die werden das erleben. In unserer Gemeinde, der wir befreundet sind hier in Bremen, die syrisch-arabische Gemeinde, ist von dem Gemeindeleiter, dem Karim Youssef, die Tochter letzte Woche verstorben, mit 22 Jahren. Ganz bitterer Tod, das kann sich jeder vorstellen. Die Familie ist ganz stark im Glauben, aber das tut auch weh. Ich war Donnerstag bei ihm, da waren viele Brüder und Schwestern, das ganze Haus war voll. Wir haben gesungen und gebetet und haben versucht, die Familie darin zu stärken, dass sie wissen, es gibt mehr als das Irdische. Und das ist so wichtig, gerade in den schweren Zeiten unseres Lebens, dass wir uns darüber einfach immer wieder im Klaren sind, felsenfest, das ist nicht alles. Jesus Christus kommt wieder und wenn wir sterben, sind wir schon bei ihm, da werden wir all dieser Dinge teilhaftig, das ist etwas ganz Großartiges. Da heißt es in der Bibel, ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich durch dein Wort. Das wisst ihr ja, das wiederhole ich immer wieder und immer wieder, fast jede Predigt. Ihr müsst im Wort Gottes lesen, ihr müsst im Wort Gottes lesen, ihr müsst im Wort Gottes lesen. Und auch hier, wenn ihr Stärkung eurer Seele haben wollt, Stärkung eures Herzens, dann müsst ihr in der Bibel lesen, ausrichten lassen, neu auf Jesus Christus. Und ich darf das mir heute rausnehmen für diejenigen, die momentan so ein bisschen Schwächephase im Glauben haben, die nicht ausgerichtet sind auf Jesus Christus. Ich möchte euch für eure nicht einfache Situation so auf den geistlichen Rezeptblock 3 Psalmen heute draufschreiben. 3 Psalmen, die ihr einfach in der nächsten Woche mal lest. Jeden Tag, jeden dieser 3 Psalmen. Und da werdet ihr erleben, wie ihr gestärkt werdet, ausgerichtet werdet, neu auf Jesus Christus hin. Die Psalme 27, 34 und 91. 27, 34 und 91. Lest diese 3 Psalme und stärkt euch durch das Wort. Das ist genau dasselbe wie der Ausdauersport fürs körperliche Herz. Wenn ich richtig mich trainiere, da wird mein Herz trainiert und da werde ich stärker. Und wir werden stärker, nicht, dass wir irgendwelche Runden am Sportplatz drehen, sondern wir werden stärker durch das Wort.
Und wenn ihr, wie gesagt, angefochten seid, dann diese drei Stärkungsworte für die nächste Zeit, Psalm 27, Psalm 34, Psalm 91, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr geduldig seid bis zur Ankunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so möchte ich noch einmal uns den Predigtext zurufen, abschließend Jakobus 5, Vers 7 bis 8. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.